So, jetzt mal wieder einen kleinen Tipp. Wenn ihr mit Köderfisch angelt und mit einem Drilling, dann passt das ganz gut, wenn ihr da einfach so ein Gummiband vorhängt oder über den Fisch rüberzieht und dann über einen der Haken zieht. Lasst euch nicht von diesem Köder hier entmutigen, der wurde hinten ein bisschen angefressen, deswegen sieht er so ein bisschen lediert aus. Ja, ist ein guter Tipp, wenn ihr nicht so einen hohen Köderverschleiß haben wollt.